massiv schwer. Ja, echt geil. Es wird immer heißer. Fische werden immer schwerer. Ja, ein Traum, einfach ein Traum. Hallo und herzlich willkommen im Kapledger Vlog und heute haben wir was ganz, ganz Spezielles geplant. Und zwar, du kannst schon sehen, heute hier im Hintergrund, dieses Mal nicht mit dem Bulli, denn der Bulli steht hier auf dieser Seite. Da drüben ist gerade extrem schön der Sonnenaufgang, also wirklich traumhaftes Wetter für den Ende April. Und ja, hier kannst du sehen, Minimal Tackle, ich habe auch heute dieses Mal den Trolle mit. Und ja, das werde ich dir dann später zeigen. Ich habe das komplette Equipment umgestellt, also alles auf kurz. 10 Fußrouten, den Trolle, eine kurze Cradle, ganz kleiner ein Chair. Das ist richtig, richtig genial. Und ja, was haben wir geplant? Heute geht es auf einen 7 bis 8 Hektar Baggersee mit richtig schönen Fischen. Denn heute ist mein 30. Geburtstag und deswegen wollen wir ja den einen oder anderen richtig schönen Beauty abholen. Und das Allerschönste ist, hier im Hintergrund ist wieder die Julia, meine liebe Frau, und da drinnen hat sie gerade mein kleiner Sohnemann versteckt, der Tobias. Und ja, jetzt machen wir uns am Weg. Wir werden so circa 50 Minuten unterwegs sein. Und ja, vom Wetter, was soll ich sagen, wir haben jetzt so um die 7 bis 8 Grad circa, aber sie haben heute angesagt, dass wir bis zu ja, 23, 24, 25 Grad bekommen, also wirklich, wirklich mega. Und ja, was soll ich sagen, ich habe richtig Bock. Ja, die letzten Tage, letzten Wochen, letzten Monate hatte ich sehr wenig Zeit zum Angeln, aber jetzt ist es wieder entspannter und jetzt geben wir Vollgas. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß ja, bei dieser Tour. Nicht vergessen, abonnieren, gerne liken, gerne einen Kommentar hier lassen. Aber jetzt sind wir fertig mit dem Labern und wir starten los. Bis gleich. So, wir sind jetzt gerade circa 40 Minuten schon mit dem Auto unterwegs und jetzt zur Feier des Tages. Ja, fahren wir noch zum McDonald's, ein gutes Mac-Frühstück. Ich glaube, da freut sich da hinten jemand. Genau, bedeutet, wir werden jetzt noch so circa 10 Minuten im Auto sein. Die Julia freut sich auch schon richtig drauf, dass wir endlich beim Gewässer angekommen sind und dann noch gut beim Mac gefrühstücken bei McDonald's, dann geht es ab zum Baggersee, alles herrichten und ja, Spotsuche. Dieses Mal werden wir logischerweise nicht vom Bulli aus angeln, sondern wirklich mit dem Minimal Tackle werden wir uns einen guten Spot auf der gegenüberliegenden Seite raussuchen, wo wir auch logischerweise nur zu Fuß hinkommen. Also ich habe mega Bock. Ja, das Wetter ist einfach traumhaft. Jetzt haben wir zwar noch 7 Grad, also noch eher kühl, aber die Sonne ist heraus und heute wird es noch ein richtig, richtig schöner Tag. Jetzt heißt es aber ab zum McDonald's, dann ab zum Baggersee und dann starten wir direkt los. So, wir sind gerade direkt am Baggersee angekommen. Jetzt gehen wir gerade auf die andere Seite rüber und erst heißt es Spotsuche, denn im Frühjahr ist es ganz, ganz wichtig, ja, dass man schaut, wo sind Flachwasserzonen, wo wird das Wasser zuerst erwärmt. Denn genau dort ziehen jetzt die Karpfen hin und ja, deswegen habe ich schon den einen oder anderen Spot im Bild und den werden wir jetzt dann checken, direkt alles herrichten, alles aufsetzen und dann geht's los. Wir sind jetzt gerade direkt hier am Spot angekommen und was ich vorhin gerade angesprochen habe, genau der Übergang von Flachwasserzonen zu tieferen Regionen. Hier im Hintergrund kannst du sehen, traumhaft, wie die Bäume und alles blühen, aber hier im Hintergrund kannst du sehen, direkt da drüben haben wir überall die Flachwasserzonen. Bedeutet auch, wenn dann die Karpfen das Laichgeschäft starten, ist das hier ein sehr, sehr, ja, wirklich genialer Hotspot. Und wenn wir dann auf die andere Seite schauen, das heißt, hier sind die Flachwasserzonen und dann da drüben auf der anderen Seite vom See beginnen dann die tieferen Stellen. Das heißt, wir sind hier genau auf der anderen Ecke. Bedeutet genau in so einer, ja, in so einer Kante, in so einer Ecke. Und ja, da drüben ist dann direkt das Freiwasser. Aber jetzt heißt es mal, ja, Spot suchen. Ich würde sagen, einen werden wir da direkt darüber fischen. Das ist von da gar nicht weit raus, so 50, 60 Meter. Eine direkt dann gerade raus, da auf der anderen Seite.
Und ja, so ist das sehr, sehr genial. Da drüben kann man auch sehen, auf der anderen Seite, so 20 Meter vom Rand, wie Blubberblasen raufkommen. Ja, das sind alles gute Zeichen. Die Sonne kommt schon langsam und am Nachmittag ist das Geniale, dass die ganze Seite wirklich voll mit Sonne ist. Da können wir uns richtig schön Sonne lassen. So, man stellt sich ja immer wieder die Frage, wenn etwas besonders schön ist, so wie heute, das Wetter, der See, kein Wind. Also einfach nur traumhaft, stellt man sich ja sehr, sehr gerne die Frage, ja gut, wo ist der Haken? Ja, ich kann euch schon sagen, wo der Haken ist. Denn logischerweise wieder mal, ja, neues Tackle, wir sind nicht mit dem Bulli unterwegs. Das heißt, ja, der liebe Armin hat wieder was vergessen. Und nicht nur irgendeine Kleinigkeit, was grundsätzlich komplett egal wäre. Nein, ich habe den Kescher vergessen. So, logischerweise ohne Kescher gibt es auch kein Angeln. Jetzt habe ich direkt alles am Spot hergerichtet. Und ja, so ungefähr eine halbe Stunde entfernt von hier, da gibt es einen Angelladen. Ja, da werde ich jetzt hinfahren. Ist zwar schade, denn jetzt ist gerade ja, die geilste Zeit am frühen Morgen, am Sonnenaufgang. Aber ja, kann man nichts machen. Ich mache mich direkt am Weg zum Angelladen. Kauf mir einen Kescher, dann geht es wieder ab zurück und dann starten wir die Jagd auf den dicken Karpfen. Die Vorfreude steigt, steigt und steigt. Endlich wieder am Gewässer angekommen. Ich habe mir jetzt direkt vom Nash den D-Wurf Kescher geholt. Das ist der teleskopierbare, der ist auch dann zum Stalken für den Fluss ziemlich geil ist. Und plus ja, für den Sohnemann den Moonshare Micro, den habe ich mir selbst vor 2 Wochen gekauft. Logischerweise heute aufgestellt. Wer sitzt drinnen? Naja, der kleine Sohnemann. Deswegen ja, bekommt er heute auch so als kleine Überraschung den Moonshare. Und ja, jetzt heißt es noch so 2-3 Minuten zu Fuß gehen. Dann bin ich am Spot angekommen und dann werde ich ja schnell alles zusammenbauen. Das werde ich jetzt alles gar nicht mitvloggen. Einfach mal zusammenbauen, Montagen neu binden, alles verknüpfen. Richtige Bleiwahl, richtige Hakenwahl, dann beködern und dann ja, wird ausgeworfen und dann bin ich wieder direkt zurück bei dir. So, und jetzt haben wir ein Problem gelöst, dass der Sohnemann ja den Mini-Munche hat. Aber jetzt ist das zweite Problem, die Frau hat sich direkt meinen gekrallt. Bedeutet, wir brauchen einen dritten. Wir sind soweit, der Hakenköder ist montiert wieder mit meinen Spezialtigernüssen plus ein PFA-Säckchen und ein kleines Liquid dazu. Und ja, das Ganze kommt jetzt direkt auf die Rute und dann werfen wir aus. So, heute fischt eine Rute mein Sohnemann, eine Rute ich. Let's go! Die erste Rute hat mein Sohnemann ausgelegt, jetzt lege ich die zweite Rute da zu drüben, genau zum Übergang vom Flachen ins Tiefere. Dann warten wir mal ab, was passiert. So, ich habe vorher schon angesprochen, dass ich mir ein neues Stalker-Setup zugelegt habe. Das sind jetzt beide Routen direkt von Sonic, die Insurgent-Serie. Extremstens genial und der Vorteil ist hier, dass sie ein extrem kleines Packmaß haben. Da man sie hier Teleskoper direkt kleiner machen kann. Das heißt, hier haben wir ein Teleskop drinnen, wo wir den Blank zusammenschieben können und vorne ist es ganz normal gesteckt. Dann ganz normal dazu direkt die Ultegra XSC 14.000er Spule und ja, meine Delkim plus halt die Banksticks. Dann habe ich mir auch hier extra eine kleine Cradle gecheckt, die man ganz easy zusammenklappen kann. Und damit wirklich ja, das Setup so gering wie möglich gehalten ist. Und plus den Cache, was ich mir heute gekauft habe, den D-Raft, was man auch teleskopierbar zusammenlegen kann. Und ich kann es immer wieder ansprechen, da hinten einfach eine Megakulisse, wie die Sonne hineinstrahlt, wie der Baum blüht. Ja, einfach schön. Einfach ein Traum. So, ja, wie geil. Der erste Schuppi ist gelandet. Wunderschön. Keine Ahnung, ob das eine Mischung ist von den Koi. Der hat da vorne ein ganz helles Auge und ja, eine mega Färbung. Die Frühlingsfarben sind echt brutal, richtig schön. Ja, ich würde sagen, das ist der erste Fisch von dieser Session.
und zugleich der erste Fisch mit dem neuen Setup. Was machen wir jetzt? Wieder freilassen. Lassen wieder schwimmen. Super. Geil. Der erste Fisch ist gelandet und dieses Mal direkt hier auf den linken Spot, genau beim Übergang vom Seichten ins Tiefe, genau dort, wo ich spekuliert habe, dass dort die Fische aktuell unterwegs sind. Und jetzt haben wir beide Routen darüber gelegt auf diesen Spot und dieses Mal sogar noch ein bisschen näher. Das heißt, wir legen da auf maximal, sagen wir so 40, 50 Meter direkt daraus und genau dort geht es vom Seichte ins Tiefe. Und genau bei diesem Übergang haben wir es da beide Routen positioniert. Die Enten sind auch schon bei uns am Spot. Und ja, ordentlich nachgefüttert. Bin ich gespannt, wann der Futterplatz und ob er im Endeffekt anläuft. Aber erster Fisch schon mal mega. Jetzt bin ich gespannt auf alles, was noch kommt. So, Ambe, ganz kurz zur heutigen Strategie. Am Anfang, wenn ich immer herkomme auf einen neuen Spot, fische ich meistens beide Routen auf verschiedene Bereiche. Und dann schaue ich immer wieder, wo kommen mehr Aktionen und erst dann beginne ich wirklich den Futterplatz direkt aufzubauen. War schon wieder eine kurze Aktion und genauso war es auch heute ausgelegt. Auf der linken Route direkt eine Aktion bekommen und jetzt fokussiere ich mich wirklich auf einen Spot. Ich mache eines sehr, sehr gerne, dass ich nicht zwei Spot aufbaue, zwei Futterplätze anlege, sondern ich lege immer direkt einen Futterplatz an und meistens eine Route direkt im Spot hinein und die andere Route so 2-3 Meter daneben. Warum mache ich das? Weil meistens in erster Linie die kleinen Fische direkt zum Spot hineinkommen, die großen meistens noch rumziehen und je mehr Futterneid kommt, ja, spannender wird das Ganze, deswegen lege ich den Fokus wirklich immer auf einen Spot, fütter immer regelmäßig, das heißt jetzt in jedem Fall nach jedem Fisch werde ich immer so 1 bis 2 Hände direkt nachfüttern und sonst so ja jede halbe Stunde 3, 4, 5 Murmeln, damit im Endeffekt wirklich ja eine Aktivität in den Spot hineinkommt. Und im Frühjahr ist eines ganz wichtig, wieder auch so wie im Winter, und im Winter mit viel, viel wenigeren Menge, das kontinuierliche Füttern. Jetzt gerade sollten eigentlich die Fische beginnen zu fressen. Es war sehr kalt die letzten Wochen und logischerweise auch die letzten Monate, jetzt die ersten Sonnenstrahlen. Somit bedeutet, im Seichten wird das Wasser im Frühjahr erwärmt, somit ziehen die Fische eher in die Flachwasserregionen. Und genau bei diesem Übergang haben wir es beide Routen positioniert. Und ja, ordentlich nachgefüttert, beide Routen ein bisschen weiter am Rand gezogen. Das ist wirklich sehr präzise, direkt beim Übergang. Das heißt, das regelmäßig füttern, abwarten und im Winter würde ich sagen Tee trinken. Das spare ich mir jetzt. Jetzt werde ich mir einen guten Orangensaft gönnen. Und dann schauen wir mal, was heute noch passiert. Ich bin mega motiviert und ich bin sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass der eine oder andere richtig schöne Beauty auch dabei ist. Vor allem, wenn mal die Fische das Futter annehmen. Zur Futterstrategie, so wie jedes Mal, direkte Carpledger Baits, 16 mm, sind sehr aktive Kugeln, deswegen fütte ich wirklich sehr viel, und damit ich wirklich Futter in den Platz hineinbekomme, weil sie halt aktiv arbeiten, wirklich sehr aktive Murmeln sind, und direkt das Hakenköder dann mitten im Spot, meine Spezialtigernüsse, was ich selber herstelle. Und ja, das funktioniert so gut wie immer, so gut wie überall. Und genau das machen wir heute, haben wir heute gemacht und jetzt heißt es abwarten und schauen, was heute passiert. Bisschen sonnen lassen und überraschen lassen, ob vielleicht heute ein dicker, fetter Karpfen vorbeikommt oder sogar ein fetter Amurkarpfen. Es gibt hier in diesem Gewässer wirklich sehr, sehr schöne Fische und da werden wir heute den einen oder anderen raustupfen. Ja, was soll ich sagen, das ist so eine traumhafte Energie hier. Einfach der Wahnsinn. Es wird immer wärmer, schön windstill. Einfach geil, diese Ecke hier. Und glasklares Wasser. So, der nächste Fisch ist gelandet. Ein riesengroßer Klodeckel, eine Brasse. Petri Sonnemann. Danke. Gut gemacht. Lass uns wieder schwimmen. Ja. Super. So, der dritte Fisch ist gelandet. Wieder ja, eine riesengroße Brasse, ein ordentlicher Klodeckel. Den lassen wir jetzt wieder schwimmen. Ja. Geil. Du hast Zeit, dass größer werden, oder? Ja. Super. Darf ich wieder zurück? Gerne. So, unbeschreiblich, der nächste Fisch ist gelandet,
riesengroßer Schuppe. Ich glaube, der längste, ja definitiv der längste Fisch in diesem See. Und ja, einfach ein Wahnsinn. Harte Power, wie ein Bahnschranke, wie ein großer Amurkarpfen. Auch richtig schwer. Ja, geiler Fisch. Traumhaft. So einfach ein Wahnsinnfisch. Ewig lang und richtig schwer. Wahnsinn. So unbeschreiblich. Ja, für diesen Fisch zahlt es sich aus, ins Wasser zu gehen. Einfach nur ein Wahnsinn. Ewig lang, richtig schwer. Das ist mal ein 30er Geburtstagsbomber. So, meine Lieben, einmal ein kurzes Zwischenupdate. Es ist mittlerweile knapp nach 14 Uhr. Und ja, was soll ich sagen, es ist richtig warm. Wir haben so gut 23, 24 Grad. Ich habe schon einen richtigen Sonnenbrand. Und ja, von den Aktionen erst um die Mittagszeit ist es sehr, sehr ruhig geworden. Ich habe vorher noch einiges nachgefüttert. Und ja, jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich entweder hier auf diesem Spot bleibe. Grundsätzlich von den Aktionen her und vom Platz her ist es hier extremstens geil. Also wirklich sehr, sehr schön. Aber ich möchte mir da ein Stück weiter da drüben, ist so circa 100 bis 150 Meter entfernt, ist auch ein sehr interessanter Spot. Und wir haben nämlich heute nicht so lange Zeit, weil ich heute noch einkaufen muss, weil ich am Morgen eine große Geburtstagsfeier habe. Und deswegen, ja, muss ich noch einiges herrichten. Und ja, deswegen werde ich jetzt noch ganz kurz überlegen, was wir machen. Aber ich denke mal, so 80% werden wir noch ganz kurz moven. Obwohl hier die Aktionen gut sind. Wir haben jetzt da zwei schöne Karpfen gefangen, zwei Brassen gefangen, zwei Fische leider Gottes verloren. Den ersten gleich direkt voll abgefahren und direkt die Schnur durchgehangen und war leider nichts drauf. Den zweiten im Drill leider Gottes verloren. Kann passieren, warum auch immer. Und ja, vorhin habe ich auch da drüben gesehen, da auf der anderen Seite, da hängen direkt so Bäume ins Wasser hinein. Ist auch vorher am Rand einer direkt gesprungen, also es sind Fische dort definitiv. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, zu 80% den Spot da drüben noch testen. Aber jetzt werden wir uns was anderes anschauen, und zwar, ich werde dir ganz kurz meine Baits zeigen, was ja auch, denke ich mal, interessant ist für dich. Und zwar, ich habe es eh schon ganz kurz angesprochen, 16mm Carpledger Baits, und ich zeige dir die mal ganz kurz, damit du siehst, wie die von der Konsistenz aufgebaut sind. Im Endeffekt von der Farbe sehr unauffällig, kannst du ja sehen, 16mm, riechen sehr, sehr stark nach Muschel und so ein bisschen nach Brot vom Geruch her. Und ja, wie sind im Endeffekt die Baits aufgebaut? Wenn wir uns das ansehen, können wir hier sehen, dass wir eine wirklich sehr, sehr, ich hoffe, das kann man sehen, dass wir eine echt grobe Struktur haben. Das heißt, sie sind sehr, sehr grob von der Struktur aufgebaut, sind extrem wasserlöslich und ja, auf Muschelbasis aufgebaut, auf GLM-Basis. Und ja, man merkt einfach, so gut wie bei jedem Gewässer ist halt GLM und allgemein eine Muschelbasis sehr, sehr gut. Egal, ob man es im Fluss ist oder ob man im See unterwegs ist oder auch auf verschiedenen Pelex. GLM zieht immer sehr, sehr gut. Logischerweise sind auch sehr, sehr gute andere Dinge drinnen. Extrem hochqualitativ aufgebaut. Und von der Futterstrategie merke ich einfach, je mehr man von diesen Murmeln füttert, je aktiver werden die Fische, weil zum Beispiel auch ein Parameter ist Bierhefe, was logischerweise die Fische oder besser gesagt die Verdauung von den Karpfen extrem anregt. Und ja, sie verdauen extrem schnell, es wird extrem angeregt und sie fahren im Endeffekt komplett drauf ab. Deswegen mache ich immer einen großen Futterteppich. Also groß ist relativ, so im Durchmesser von 5, 6, 7 Meter maximal, wo wirklich sehr viel gefüttert wird, und angeln tue ich dann direkt mit meinen Spezial-Tigernüssen, die du eh schon gesehen hast. Warum mache ich das? Weil im Endeffekt ein extremer Fischschneid aufgebaut wird. Nur dir ist ja sicher eines bewusst, wenn viele Murmeln im Gewässer liegen, passiert eines, dass die Chance klein ist, dass sie im Endeffekt deinen Hakenköder erwischen. Und deswegen fütter ich, damit sich dort einfach ein Futterplatz aufbaut, dass die Fische fressen logischerweise, alles wieder ausscheiden. Das heißt, es baut sich ein guter Futterplatz auf, aber die großen Fische suchen meistens nur so Restpartikel. Die ballern sich jetzt normalerweise nicht so direkt die Murmeln weg, und deswegen immer die zwei Tigernüsse aus reinen Hakenköder. Somit glauben sie, okay, das sind Beipartikel, und die ziehen sie dann direkt rein, und somit bekommt man auch sehr, sehr schnelle Bisse. So. Das war es jetzt im Endeffekt. Hier sind die Baits. Ich habe einen Sonnenbrand, das ist der Spot. Und jetzt überlege ich mir kurz 5 Minuten, was wir tun. Und dann bin ich gleich direkt wieder zurück.
So, ich bin jetzt gerade am Weg zum neuen Spot. Einmal einfach nur besichtigen und mal schauen, ob es wirklich sinnvoll ist, da jetzt zu changen, einen Move hinzulegen oder ob es besser ist, beim alten Spot zu bleiben, weil Fakt ist, Fische sind beim alten Spot. Aktiv sind sie jetzt gerade nicht nach der Mittagszeit. Man muss aber auch dazu sagen, der Wind hat gedreht, das heißt, der Wind drückt um einiges weiter rüber und ich bin jetzt ungefähr, so Daumen mal Pi, in der Mitte vom See. Und genau, das wäre hier der Platz. Das Geniale ist, logischerweise die Location hier. Also hier könnten wir direkt die Banksticks hinstellen da vorne und da draußen direkt auch im See haben wir einen Springbrunnen. Bedeutet Sauerstoff, hier wären wir halt um einiges zentraler noch einmal. Ja, gute Frage. Mal schauen. Ich schaue nochmal zum alten Spot zurück, überlegen wir das und dann wirst du meine Entscheidung sehen, ob wir nochmal moven. Aber ich denke, zwei, drei schöne Fische könnten wir heute noch rausarbeiten. Ist halt die Frage, wo? Das werde ich mir jetzt direkt noch überlegen. Bis gleich. Ja, Wahnsinn. Gerade am Moven gewesen. Und was findet man da? Eine richtig fette Snake. Heftig. Wahnsinn, wie groß. Das ist gut. 1,5 Meter in jedem Fall lang. Ja, der lässt sich sonnen. Wunderschönes Tier. Echt wunderschön. Schön, weiter geht's. So, wie schon vorhin gerade angesprochen, wir sind gemoved. Das heißt, neuer Spot, neues Glück. Da drüben, genau auf der anderen Seite, ist der Sprudler. Das heißt, hier kommt Sauerstoff ins Wasser. Und wir legen jetzt mit beiden Routen einmal so circa 5 Meter neben den Sprudler und einmal so auf 20 Meter entfernt vom Sprudler. Da werde ich jetzt noch ein bisschen was drauf füttern. Und dann mal spekulieren, dass die Fischer bei diesem schönen Wetter beim Sauerstoff stehen. Es ist auch schon um einiges windiger geworden. Das heißt, man merkt am Anfang, am Vormittag war es komplett windstill. Jetzt wird der Wind schon immer stärker. Es ist schweineheiß, also richtig heiß. Aber ich bin guter Dinge, dass bei diesem neuen Spot der eine oder andere Beauty direkt am Start ist. So, jetzt werde ich den neuen Spot ein bisschen füttern, wirklich nur ganz, ganz wenig, aber ganz punktgenau. Ja, und dann werden wir hoffentlich die Fische hier ein bisschen aktivieren können. So, wir sind fertig gemoved, auch ein mega Platz hier, ein wunderschöner Steg, ein Platz genug für die Gradle, für das ganze Equipment. Und hier neben dem Steg kannst du durchleuchten sehen, zwischen den Sträuchern, meine Routen und die Banksticks. Die habe ich ganz weit unten positioniert, direkt knapp über dem Wasser. Also echt ein mega Spot hier, mega Platz hier. Schon ordentlich gefüttert, gut präzise gefüttert, Routen ausgelegt. Und jetzt heißt es abwarten und im Schatten verstecken. Ich werde gleich die Zeit ein bisschen nützen, währenddessen hier warten. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen, es ist alles ready. Wir sind fertig gemoved, wir haben die Routen neu ausgelegt, haben es da gut gefüttert. Und jetzt haben wir uns im Schatten ein bisschen versteckt, denn es ist richtig heiß. Einfach im Wahnsinn, es ist Ende April und knapp 4-25 Grad, richtig schöner Sonnenbrand. Also echt ein geniales Wetter. Jetzt kommt ein bisschen der Wind auf.
merkt man auch, das Fischverhalten hat sich um einiges wirklich gedreht. Vorher hat man wirklich viele gute Aktionen am alten Spot, dann ist es aber immer weniger geworden. Jetzt denke ich einmal, dass die Fischer vielleicht mit dem Wind ein bisschen mitgezogen sind. Routen sind ausgelegt, ist aber auch schon gut drauf gefüttert. Und ja, das sollte soweit passen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei diesem Spot. Was ist jetzt geplant? Ich habe mir vor 3 oder 4 Tagen auch zusätzlich die neue Karte geholt bei mir zu Hause am Donauhauptstrom, wo ich wirklich ein extrem geniales Revier gefunden habe mit einigen Buhnenfeldern komplett versteckt in den Sträuchern und in den Bäumen. Also richtig geil und da wird auch mein Fokus jetzt hingehen. Das heißt auf der einen Seite hier am Baggersee, der ist auch so 40, 45 Minuten von mir entfernt. Die Donau ist auch so um die 30 bis 35 Minuten entfernt und ja, auf diesen zwei Gewässern werde ich jetzt mal meinen Fokus hineinlegen, werde auch regelmäßig füttern, regelmäßig angeln und parallel habe ich aber ja einige andere Dinge, einige andere Gewässer noch am Schirm, aber das werdet ihr alle sehen. Wenn es soweit ist, das heißt es mal ein bisschen entspannen, ich werde noch ein bisschen nachfüttern und dann warten wir, bis die ersten Aktionen am neuen Spot kommen. So, der erste Fisch am neuen Spot. Wirkt richtig gut, hat mega Power, ja, schwimmt komplett um die Ecke, komplett das Ufer, was meistens die Amokarpfen sehr, sehr gerne machen. Schwer zu sagen, was da drauf ist. Schwimmt dir ein bisschen entgegen. So unbeschreiblich der erste Fisch vom neuen Spot. Wunderschöner Schuppi, hatte richtig Power. Ich dachte schon am Anfang, es ist vielleicht ein schwarzer Amur, wer doch so rübergezogen hat, aber ja, ich bin sprachlos, einfach nur geil. Der Plan ist aufgegangen, ich hatte das richtige Gefühl. Jetzt lassen wir ihn wieder schwimmen, gut nachfüttern und dann schauen, was noch kommt. Und eines ist Fakt, das Wasser ist noch richtig, richtig saumäßig kalt. Ich war ja vorhin drinnen. Und das ist noch richtig frostig. So, weiter geht's. Der Schöne darf wieder schwimmen. So, der nächste Fisch ist gelandet. Wunderschöner Bulle, wunderschöner Schuppe. Massiv schwer. Ja, echt geil. Es wird immer heißer. Fische werden immer schwerer. Ja, ein Traum, einfach ein Traum. Lassen wir ihn wieder schwimmen. Geiles Brett. Mega. So, mir fehlen jetzt mittlerweile wirklich die Worte. Doppelrun, erster Fisch, wunderschöner Beauty. Echt ein Traum, wirklich ein makelloser, wunderschöner Fisch. Zweiter Fisch, ein Spiegler, den holen wir auch gleich in die Matte, das ist noch im Kescher. Ja, geil. Dieser Spot läuft, richtig viele Kugeln gefüttert und die Bisse ja, werden immer mehr. Geil, jetzt lassen wir wieder schwimmen. So, der zweite Fisch vom Doppelrun, er möchte einfach nicht raus, er ist noch immer sehr aktiv, wunderschöner Spiegler, ja echt ein Brummer, aber den werden wir jetzt gleich wieder schwimmen lassen. Komm her, Großer. Auch ein massives Teil. Bis zum nächsten Mal. So ist es mittlerweile knapp nach 16 Uhr. Wir haben alles zusammengepackt, alles verstaut. Es war eine grenzgeniale Session, vor allem jetzt am Schluss extrem viele Aktivitäten. Leider mussten wir schon zusammenpacken, denn jetzt müssen wir einkaufen fahren, einen guten Braten suchen für die Grillerei morgen. Und ja, was soll ich sagen, mega Sonnenbrand, aber richtig geil. Sehr viele Aktionen, wunderschöne Fische. Und ja, ich würde sagen, wenn dir dieser Vlog gefallen hat, lass mir sehr gerne ein Like hier, auch gerne einen Kommentar. YouTube-Kanal abonnieren, Glocke aktivieren in diesem Sinne. Es hat mich mega gefreut, dass du am Start warst. Bis zum nächsten Mal, dein Carpledger-Team. Auf Wiedersehen.